Hallo meine lieben Leute und herzlich willkommen zurück zu GTA Online. Ja, ich habe mich hier gerade mal bei diesem, ich weiß gar nicht, was das hier für ein Ding ist. Ich glaube so eine Art Forschungszentrum oder so, ich habe keine Ahnung. Mich einfach mal hier hinbegeben, um mal so ein bisschen auf den Sonnenuntergang zu schauen. Bin auch gerade mit meinem Chroma nochmal unterwegs. Hab mich auch noch in etwas lässige Klamotten geworfen und ja, werde jetzt mal gucken, dass wir jetzt mal irgendeine Mission hier machen. Vielleicht eine heiße Mission, ist egal, Hauptsache irgendwas, was jetzt gleich übers Handy reinkommt. Ob da jetzt gleich ein Deathmatch oder so, aber halt eine normale Mission oder eine heiße Mission. Ja, schade. Ich würde gerne mit denen dann auch die Heils machen, weil anscheinend kommt das leider nicht so wirklich zustande mit mehreren von uns. Quasi zur selben Zeit die Heils zu machen. Ich stehe jetzt hier landen. Hier wollte ich gar nicht hin. So. Ich mal nochmal hier durch. Ich habe eh nichts bezahlt. Von daher scheiß drauf. So. Ja, jetzt könnte gerne mal eine Mission kommen. Also. Wo hätte ich jetzt echt nichts mal gegen? So, Verwaltung. Ach komm, da treten wir einfach mal bei. Und zack. Ja, möchte ich, ist egal. Ach Gott, leck mich doch am Arsch. Wieso kommt denn so eine Kacke, wenn da eh schon kein Platz mehr drin ist? Das ist echt so lächerlich bei GTA, das muss ich echt sagen. Darauf kannst du echt nur einen Schluck trinken. Weil der Ladebildschirm jetzt eh wieder mal zu dauern wird. Ja. Und er rödelt immer noch. Wahrscheinlich werden wir dann gleich wieder in den Solo-Modus oder so zurückgeworfen. Ich habe keine Ahnung. Manchmal passiert das nämlich komischerweise. Das fängt ja schon wieder super an. Toll, wir spawnen wieder unserer Hütte, das heißt, wir sind schon wieder in einer neuen Lobby gelandet. Ganz toll. Mann. Naja, wenigstens wird uns der Onkel Lester jetzt nicht wieder anrufen. So, ab in die schöne Garage wieder. Und dann holen wir uns unser Autoleiden. Weil für eine Heist-Mission oder generell für eine Mission ist der halt einfach einer der besten Fahrzeuge dafür, weil der halt gepanzert ist. Ich habe leider diesen großen gepanzerten bisher noch nicht. Da man den ja erst mit den Heist-Missionen freischaltet. Von daher muss ich mit dem hier vorhalten, aber der ist auch sowieso richtig geil. Ne? Der ist schnell, der ist gepanzert und er macht richtig viel Laune. Da bin ich leider eine etwas leere Lobby gekommen, weil die vorhin das so voll war, aber naja. Jetzt heißt es mal wieder warten auf eine Mission. Dann werden wir jetzt einfach mal ein bisschen durch die Gegend brettern. Warte, gucken müssen, wer eigentlich der Kopfgeld hat. Hier ist eigentlich gar nicht so weit weg. Vielleicht jagen wir uns den jetzt mal. Solange wir noch keine Mission haben. Also, komm. So, dann müsste ja irgendwo hier oben gewesen sein. Wenn er sich noch nicht verpieselt hat. Also ich muss sagen, ich habe so viel Spaß. Weg. Also ich muss wirklich mittlerweile sagen, der Wagen gehört echt zu meinen absoluten Lieblingen. Weil er sich wirklich sehr gut fährt und dadurch, dass er halt so gepanzert ist, ist er einfach eine Übermacht, finde ich. Und ja. Also der Sound, muss da doch echt auch zugeben, der ist auch richtig geil von der Karre. So richtig ingetuntes Auto. Richtig, richtig geil. Vielleicht werde ich demnächst mal die Lackierung nochmal ein bisschen ändern, weil so langsam nervt mich die Lackierung irgendwie. Aber eine Zeit lang werde ich die noch so lassen. So, das ist jetzt. Eieieiei. Jetzt war ich gerade die Nachricht am Lesen. Jetzt ist die Frage, machen wir die Mission
oder warten wir lieber auf eine Eismission? Ich glaube, wenn ich jetzt die annehmen würde, wäre es wahrscheinlich schon zu spät, weil die wahrscheinlich eh schon eine angenommen hätte. Die Geralt-Mission, die haben wir eigentlich in letzter Zeit zu Google gemacht. Wie steht der denn jetzt hier so blöd rum? Knallen wir den halt einfach ab. Wenn er eine Blöde rumsteht, der kann auch ins Gras beißen. Toll, ein 1000er Kopfgeld, das hat sich ja total gelohnt. Naja, können wir halt wieder zurück zur Stadt fahren. Ich weiß nicht, warum der sich da wohl hingestellt hat. Also, um nicht abgelenkt zu werden, war das definitiv nicht weit genug. Hoppala. Naja, ein paar Überschläge, das hält das Auto locker aus. Ja, ja. Aber es kommen gerade keine Missionen. Das kann ich gerade echt nicht nachvollziehen. Also, wir haben jetzt hier. So haben wir hier kurz vor 9 am Abend. Da ist normalerweise immer der Bär los im GTA Online. Warum jetzt allerdings gerade keine kam? Da kommt aber endlich mal einer. Die werden wir auch direkt annehmen, damit wir auch direkt in den Lobby reinkommen. Ja, möchte ich, Mann. Immer diese blöde Frage. So. Ja, ja, ist mir egal. Komplette Reihe soll er halt zurückziehen. Falls Musik kommen sollte, wisst ihr, stelle ich stumm, klatsch wieder Musik drüber. Mit der Muskete muss ich nicht unbedingt anfangen. Nehmen wir den mal schönes. Ach, die AP-Pistole. Die tut es. Ein bisschen Money noch. Ein bisschen Panzerung. Dann tut's. Dann ist halt alles klar. So. Jetzt bräuchte man nur noch zwei Spieler und dann könnte es eigentlich schon losgehen. Wenn sich denn mal jemand begnügen würde und reinkommen würde. La 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 la. Ja, das kann doch nicht sein. Dürfte ja nicht das Problem sein. Ja. Papiertüte. Dann helfen wir dem hier mal ein bisschen. Macht der da auch mittlerweile schon. Vorstellen, dass der gleich ins Gras beißt und die Mission deshalb dann wieder fehlschlägt. Ja.
quiet. So be careful. Scheiße, zusammen, also eigentlich bin ich schon. Boah, jede Scheiße kannst du umfahren. Nur so eine kacke Busbank kannst du natürlich nicht umbrettern. You almost there? But remember, you can do this however you like, as long as you're careful. If you're not careful, they'll clock you. And then you won't get any choice how this is going down. They're meant to be on the top level of this garage on the north side. Der hat anscheinend wieder nicht aufgepasst. Weil dann hätte er gedroppt, dass wir hier rein müssen. Aber ich glaube, ich kann das auch ein bisschen schnell. Naja, solange der versucht, hier reinzukommen, schalte ich schon meine Gegner hier aus. Das geht ja mit dem Ding ziemlich flott hier. Die Chance geringer, dass der hier ins Gras bleibt. Und das Ding ist schon gar nicht fehlschlägt. Ja, das ist das Praktische, wenn man die Karre schon besitzt. Drop any cops or gangsters or whoever you've got coming after you and bring it to my garbage factory. And try not to damage the car too much. You can't rob a bank in a wrecked car. Voilà. Komm, steig aus. Sehr schön. So, aber da ein bisschen abgetun. Ja, kommt alle zu mir. Mein Koma könnte ja gerne schießen. Sehr schön, sehr schön. Okay, doch, I'll look after this. Auch wenn ich die Mission natürlich schon jetzt ein paar Mal gemacht habe. Und die euch vielleicht auch, glaube ich, das zweite Mal mittlerweile gezeigt habe. Oder, warte mal, ne, jetzt müsste das zweite Mal gewesen sein. Das ist jetzt natürlich auch nicht gerade viel, was wir an Knete bekommen. Aber, hä, ist ja nicht schlimm. Dafür haben wir ihm jetzt ein bisschen geholfen. Er kommt bei der Mission weiter. Und das ist ja die Hauptsache. Man soll sich ja auch in GTA unterstützen. Von daher, da macht man das schon mal gerne. Ja, der Black Screen des Todes quasi. Ich dürfte jetzt eigentlich auch eine langsame Bank bekommen.
soweit ist, wird's weit, wird's weit, wird's weit. Ich wollte ja eigentlich abbiegen. Ach, der braucht auch dann einen Unfall. Meine Güte, geht aus dem Weg, ihr scheiß NPC. Zwar in den Gegenverkehr, aber scheiße. Da bist du mir jetzt gerade die Tür aufgeworfen. Sehr geil. Sehr schön. Ja, noch schön abnehmen und dann sind wir auch schon wieder bei unserer Hütte. Ab in die Garage mit dem schönen Schmuckstückchen. Ach, versucht ihr uns jetzt ernsthaft mit dem Raketenwerfer zu töten, der Spasten? Ach, was für eine kleine Pussy. Hä? Was ist denn jetzt los? Was war das? Keine Ahnung, was das jetzt gerade für ein Schwachsinn war, aber gut. Aus mit dir, dann schnappen wir den noch nicht. Kann ich leider nicht die Reifen zu schießen. Er hat leider auch schon die Reifen verbessert. Alter, eher scheiß NPCs. Was müsst ihr mich denn hier mal aufbauen? Der Kackspalten. Ach, da ist gerade ein Spieler gegangen. Schade. Naja. Egal. Habe ich nicht dann auch noch Auto. So, jetzt schnell wieder in die Garage. Aber die Cops uns jetzt wieder sehen. Weil dann brauchen wir nicht extra vor denen weglaufen. Beziehungsweise mit dem Fahrzeug dort, um zu entkommen. Und ja, dann würde ich sagen, wir machen hier Schluss und wir sehen uns beim nächsten Mal, Leute. Haut rein!